Junge, Junge, Junge. Das ist Deutschland, so werden wir empfangen, wir Ausländer. Ne? Fahr mal in der Osten, weißt du Bescheid. Ne? Ja, ja, ich war mal im Osten, ne? Wollte mal nach dem Rechten gucken, weißt du Bescheid. Ne? Also das ist ein bisschen, aber ich, was mir gefällt, ihr seid gut drauf. Euch scheint die Sonne aus dem Popo. Gute Einstellung, weil der Afrikaner sagt, wenn die Sonne scheint aus deinem Popo, hast du selbst im dunklen Licht. Und darum geht es, mein Freund. Darum geht es. Jawohl. Du musst die Hitze kontrollieren, das einzige Problem, was du hast. Ne? Ne, und ich finde das so traurig. Guck mal, so schöne, hübsche Frauen hier. Guck dich doch mal an, du bist doch ein Leckerchen. Wie heißt du, Bambi? Ach, wie süß. Und ihr seid sowas von perfekt und wertvoll. Aber die Leute erzählen euch, dass ihr nicht perfekt seid. Die sagen, du bist zu dick, du bist zu dick, du bist zu dick. Und was machen die Frauen? Gehen zur Apotheke und wollen einmal sehen. Ja. Wie bekloppt, ne? Und ich finde das so krass. Guck mal, ich habe eine Freundin aus dem Osten, ne? Bettina. Die redet halt so richtig Ostdeutsch. Kennst du das? Das klingt so lustig, oder? Ne? Und doch, was machen wir heute Abend? Das ist so lustig. Ey, das ist doch Vokale foltern, oder nicht? Ne? Also Ostdeutsch ist Vokale Guantanamo. Und Bettina, die ist echt so ein Opfer von diesem ganzen Du bist zu dick Kram, ne? Und die Leute sind auch selber schuld, die gucken so Sendungen wie Heidi Klum mit ihrer Sendung Martha und die Magersucht. Wer guckt die sowas an? Ne? Die liest auch solche Zeitschriften wie die Igitte und sowas. Ne? Frau im Keller. Ne? Oder hier Bravo Bitch, kennst du bestimmt. Ne? Das ist schlimm. Und dann kriegen die Komplexe. Ich meine, das mache ich doch auch nicht. Ich lese ja auch keine Aria-Magazine und sage, Mann, bin ich aber schwarz. Das mache ich nicht. Ne? Ne, wirklich nicht. Warum auch? Pass auf, was du in deinen Kopf tust. Ja, das ist so. Ne? Junge, Junge, jetzt bau. Hast du mal in so eine Zeitschrift reingeguckt, wie die Frauen aussehen? Die sind so dünn wie dieser Mikrofonständer da vorne. Die sind so dünn, die kannst du mit einem Teelicht röntgen. Echt? Wenn die bei McDonald's sind, dann können die mit der dünnen Armstelle die Strohhalme vor innen sauber machen. Die können mit beiden Augen durch ein Schlüsselloch gucken. Und das nimmst du dir zum Vorbild. Vergiss es, du bist nicht zu dick, du bist einfach gut sichtbar. Na und, ist doch egal. Verdammte Hacke, glaub das nicht. Genau, Frohlocke. Meine Güte. Schlimm. Echt schlimm. Und dann siehst du die Leute leiden. Du bist nicht dick, du bist untergroß. Na und, ist doch egal. Oder horizontal benachteiligt, ist doch wurscht. Ne? Und ich finde das so schlimm, dass die Leute da leiden. Und Bettina hat alle Diäten gemacht. Wirklich alle. Hier, FD, wie heißt das? FD was? Was heißt das nochmal übersetzt? Frisst die Hälfte, genau. KDD kackt das Doppelte, hat die auch gemacht, ne? Ey, das ist schlimm. Und die leidet und leidet, meine Güte. Und meine Botschaft an euch. Da, wo du bist, ist oben. Ne? Rock'n'Roll, mein Freund. Du kannst auch mit Glatze frohlocken. So musst du denken. Einfach nach vorne gucken, ne? Und was hilft? Was hilft dabei? Du musst diesem Muster einfach entfliehen, indem du bekloppte Dinge machst. Weißt du, was ich meine mit bekloppten Dingen? Was weiß ich, du sitzt mit deinem besten Kumpel in U-Haft und sagst, boah, war das geil. Das meine ich. Das meine ich. Das meine ich. Mach sowas. Was weiß ich, wenn du einen Taxifahrer siehst, nimm 10-Euro-Schein, geh auf ihn zu, sag, hallo, Herr Taxifahrer, hier haben Sie 10 Euro, fahren Sie eine Runde, geht auf mich. Mach sowas. Das ist toll. Das Gesicht ist unbezahlbar. Ne? Mach bekloppte Dinge. Mach bekloppte Dinge. Ja. Ich will, dass die Revolte ausbricht, ne? Was weiß ich, geh in eine Sparkasse, wenn gutes Wetter ist, ne? Heb Geld ab, aber lass den Helm auf. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert, ne? Und mein letzter Tipp an euch, das ist echt super. Wenn ihr heute rausgeht und ihr seht einen Polizisten in voller Montur, geht auf ihn zu, guck freundlich und dann fragst du, und, was machen Sie so beruflich? Da musst du laufen lernen. Also, tschüss zusammen, schön, dass ihr da wart. Hau rein, mein Freund. Dave Davis.